Ich habe in meinem Leben viel durchgemacht. Jetzt bin ich müde. Flemmes? Die Hexe? Was führt dich hierher? Ich genieße die Aussicht. Ich liebe es, einfach da zu sitzen und zuzuhören. Der Wind, die Bäume, alles hat seine eigene Sprache. Manchmal singen sie sogar. Nein, nicht Flemmes. Ach, wie hieß die Hüterin der Dalish-Elfen, die ja Meryl im Teil 2 gerettet hat, als sie den Dämon in sich aufnahm und dann musste man den Dämon bekämpfen und entweder hat man es geschafft oder nicht. Fuck, wie hieß die Hüterin? Hüterin Marathary? Irgendwie so hieß die doch. Kannst du hast so freundliche Augen. Ja, das ist die. Kannst du mir etwas über dein Leben erzählen? Ich bin bald 80 Jahre alt, also erspare ich dir die Langfassung. Kurz gesagt, habe ich gelebt und geliebt. Mehr braucht man doch eigentlich nicht, oder? Ach, das ist so viel Liebe. Vor allem, dass sie auch im Verhältnis manchmal fast schon richtig alte Sprecher, die man schon Jahre nicht mehr so richtig bewusst gehört hat, eben wie die. Alter, ich habe so Flashback an Dragon Age gerade, ab der Stimme. Leben, Liebe ist mehr als genug. Ganz genau. Manche sehen das anders. Doch wenn sie recht hätten, wäre ich nicht so zufrieden. Hast du einen Ratschlag für mich? Du brauchst keinen Rat von mir. Du lebst und hast alles überlebt, was mit diesem Titel einhergeht. Das bedeutet, dass du ein Erfolg bist, ein Geschenk. Vergiss das nie. Oh, so herrlich. Falls es was zu erledigen gibt. Wunderschöner Tag heute, nicht wahr? Absolut, du warst das Beste, das jetzt gerade passieren konnte. Falls aber dennoch was für mich hast, das ich für dich erledigen kann, helfe ich gern. Oh, ich habe zufällig einen Brief für meine Brieffreundin in Cydonia. Ich bezahle im Voraus 1000 Credits. Okay. Wer ist diese Brieffreundin? Sie heißt Hedy. Sie hat vor mir in meiner Wohnung gewohnt. Ich habe immer Pakete für sie bekommen, weil sie ihre Adresse nie geändert hat. Irgendwann habe ich sie aufgespürt und ihr einen Brief geschrieben. Sie hat geantwortet und seitdem schreiben wir uns. Ah. Warum vertraust du diesen Brief einer fremden Person an? Fremde sind nur Freunde, die man noch nicht kennt. Außerdem mag ich dich irgendwie. Und ich habe meinem Bauchgefühl immer vertraut. Gut, ich helfe dir. Gesegnet seist du. Du findest Hedy vermutlich im Gemeindezentrum in Cydonia. Gib ihr einfach den Brief. Sie weiß, von wem er stammt. Oh, wie nice. Also ich bin so happy über das kleine Gespräch. Ist jemand wieder am Koksen oder was? Bürgerin. Schöner Tag für ein Picknick. Ah, ich find's toll hier. Schade wegen Sam. Das Unterdeck ist kein Ort für deine Nichte. Würden sie etwas mit anpacken, würde es für 2 Schlafzimmer reichen. Vielleicht sogar 3. Dennis ist Dennis. Wenn wir ihm Geld geben, gibt er es im Handumdrehen für wer weiß was aus. Wirklich schade wegen Sam. Mein Schwager.
ist echt anstrengend. Ich bin für jeden Tag dankbar, weil ich solches Glück hatte. Ich verstehe nicht, warum die Hosen wie unter den Schuh gehen. Abnutzung viel zu groß. Die Bewohner des Unterdecks sind keine Parasiten. Der koloniale medizinische Dienst einfach zu wenig. So, Apollo Tower. Bürger. Bürger. Okay. Bürgerin. 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 Bürger. Bürger. Geht's dir gut? War eine harte Woche, ich weiß. Kann mich nicht beklagen. Ach, das waren die da hinten. Dann sind wir hier. Dann will ich mal hier rumgehen. Oh, man kann nicht rumgehen. Na gut, also rumgehen können wir in Anführungszeichen ja schon. So. Das ist das Medical Center. Embracer District. Stimmt, da gab es ja noch mit dem einen Schiff der Probeflug. Bürger. Bürger. Ich habe neulich ein ehrzeitiges Buch gefunden. Ganz ehrlich. Und zwar nicht Dickens. Ganz ehrlich, ist mir egal. Dickens, wahrscheinlich Moby Dick. Wir suchen noch Leute. Frag einfach im Sicherheitsbüro nach. Okay. Was haben wir hier? Archiv. Ach ja, da war das Museum. Mag mich erinnern. Also eines. Das war mit der, genau, mit der Immobilientante, wo wir aber zuerst United Colonies Bürger werden müssen. Ich brauche die Genehmigung des Amts für interstellare Angelegenheiten, bevor ich da hineingehen darf. Vielleicht sollten wir einen Augenblick bei der Gedenkstätte unsere Ehre erweisen? Es könnte Probleme geben und mich den Job kosten. Schön, ich beantrage es. Der bürokratische Apparat der großartigen UC muss ja gefüttert werden. In New Atlantis gibt es immer etwas zu reparieren. Ist eben eine der ältesten Städte der Galaxie. Wenn du einen Termin hast, wirst du am Eingang überprüft. Ist aber niemand hier. Mit dem Collective ist schon 2 Dekaden her. Doch mir kommt es wie gestern vor. Also das Wasser können sie mal reinigen, ne? Aber so ganz dezent nötig hätte es. Verzieh dich! Ohne einen Termin spricht niemand mit der Botschafterin. Und du hast keinen. Mal speichern. Tschüssi. Ah, geh nicht. So, jetzt siehst's du ja. Die UC schinden absichtlich Zeit, das spüre ich. Ja, das ist doch immer so. Keiner kann einfach mal wirklich normal sein. Das ist... Wie? Wenn einen jemand beleidigt, will man ihm oft einfach die Scheiße rausprügeln. Macht man aber nicht.
Daran hatte ich zwar nicht gedacht, aber das ist ein sehr gutes Beispiel, Marcus. Der Mann in der Geschichte war grausam. Aber warum? Man muss fühlen, was er fühlt, seinen Schmerz verstehen, ihn akzeptieren und nicht ihm diesen zufügen. Empathie. Du meinst Empathie. Aber bei dir klingt das so einfach, als ob jeder einen Menschen, der schrecklich zu einem war, einfach lieben kann. Ja, wozu auch? Ich meine, bei den Menschen ist das doch sowieso ein ewiger Teufelskreis. Krieg und Frieden. Ist doch völlig sinnlos, sich so anzustrengen, wenn es sowieso nicht hält. Es ändert sich nie was. Es ist nicht einfach, aber notwendig, weil sich alles verändert hat. Gott hat uns Intelligenz und Findigkeit verliehen, damit wir zu den Sternen reisen, auf seinem Weg. Um ihn zu finden. Doch allein schaffen wir das nicht. Es geht nur durch Allheit. Ha. Ja, Andreas. Ja, Allheit. Nun denn, ihr habt bestimmt noch andere Dinge zu tun. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vorbeizukommen. Er regt mich immer zum Nachdenken an. Hallo. Ich bin Marcus Lestari. Interessierst du dich für das Sanctum-Universum? Klar, ich bin interessiert. Freut mich zu hören. Es sind aufregende Zeiten für die Kirche. Wir wachsen tagtäglich und bekommen auch immer mehr interessierte Besucher. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Besucher, aber bisher sind sie nicht wiedergekommen. Das erscheint mir eine gute Gelegenheit. Kannst du vielleicht nach diesen Besuchern sehen und ihnen sagen, dass unsere Kirche offen steht? Vielleicht brauchen sie nur noch einmal eine Einladung. Ich bezahle dich natürlich auch für deine Mühen. Warum gehst du als Mitglied der Kirche nicht selbst zu ihnen? Tja, deswegen. Wir wollen unsere Gemeinde weiter wachsen lassen, aber manchmal sind die Leute misstrauisch gegenüber anderen, die schon stark involviert sind. Wenn sie ein neues Gesicht sehen, fühlen die früheren Besucher sich vielleicht wohler und kommen eher wieder her. Und vielleicht lernt ihr dabei auch etwas über die Kirche oder euch selbst. Okay, machen wir doch mal. Ach, sehr gut. Sie heißen Toni, Evie und Johann. Wenn du sie findest, gib ihnen eine dieser Slates. Das ist nur ein kleiner Gruß, um sie wieder willkommen zu heißen, falls sie denn möchten. Wenn du willst, nimm dir ein wenig Zeit, um mit ihnen zu reden. Lerne sie kennen. Finde heraus, warum sie Interesse am Sanctum-Universum hatten. Wenn du dann wieder zu mir kommst, bezahle ich dich. Ja? Okay, hallo. Hast du ihn mal predigen hören? Das ist wirklich ein Erlebnis. Okay. Jetzt ist einfach die Frau weg. Und das soll eine Kirche sein. Sanctum Universum. Kirche hat wieder Geld. Ein simpler Sprung, derselbe, den ich schon unzählige Male gemacht hatte und ich berührte etwas. Weißt du, manche Leute sehe ich nur alle paar Jahre mal. Dazwischen springen sie irgendwo da draußen herum. Sehr seltsame Leute. Ich habe als Kind von Sanctum gehört, aber nie viel davon gehalten. Aber dann, irgendwann... Ach nee, ich sage jetzt nicht, das ist so eine Yoga-Gruppe-Dings. Zwischen den Kraftsprüngen. Zwischen den Kraftsprüngen wird Gott dich suchen. Ist Gott real? Die eigentliche Frage ist doch, ist die Realität göttlich? Die Existenz ist ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Wird Gutsein nicht nur am Guten gemessen? Ist das Leben nicht nur Teilhabe am Sein?
Jedes geläufige Attribut führt zum Vergleich mit einer noch reineren Form seiner selbst. Und während wir im Baum der Attribute immer weiter Richtung Krone klettern, von Äpfeln zu Rot, zu Farbe, zu Wellenlängen, zu Energie, zu Raumzeit, zu Existenz, finden wir immer weniger Äste, vor die wir erkunden können. Jegliche Realität mündet letztendlich in einem einzigen Punkt. Manche nennen diesen Punkt Omega, andere Telos, wieder andere nennen ihn Gott. Seine wahre Natur lässt ihn aber am besten anderweitig erklären. Denn so beeindruckend die Komplexität des Universums auch ist, sie existiert doch nur im Konstanten zu einer Einfachheit von solcher Reinheit, dass diese ursprünglich oder gar göttlich scheinen muss. Zu behaupten, dass sie existiert, ist völlig überflüssig, da es sich hier tatsächlich um die Existenz an sich handelt. Unser Dasein ergibt sich aus dem Sein. Hier eine Zeile verrutscht. Unser Wesen wird durch die Vorstellung des eigenen Verstandes definiert, doch das, was wir als Vorstellung oder Verstand verstehen, übersteigt unseren Horizont derart, dass selbst diese Metaphern kaum mehr sind als der Schaum auf den Wellen einer tosenden See. Dieses Sein, aus dem die Realität hervorgegangen ist, will am dringlichsten das, was es nach sich zieht, verstehen. Dich und mich. Unsere Sinne sind beschnitten und nur in der Lage, drei Dimensionen wahrzunehmen, während wir völlig hilflos entlang der vierten Dimension in eine bestimmte Richtung geschleudert werden. Unsere größten Denker sagen uns jedoch, das Universum besteht aus mindestens 12 Dimensionen und wer vermag zu sagen, welches Wissen im Verlauf der Zeit enthüllt werden wird. Aus unseren begrenzten Kapazitäten heraus ist das Universum nicht einfach nur erkundet, nein, es ist in einem umfassenden Maß schlicht nicht greifbar. Stattdessen verlassen wir uns auf Offenbarungen, wir geben uns dem Einklang mit einer Quelle der Wahrheit hin, denn Wahrheit ist selbst denn ein weiteres Attribut des Universums. Wenn sich alle Einzelaspekte in Einfältigkeit auflösen, um erkennen zu können, was wahr ist, müssen wir wissen, was Wahrheit ist. Diese Wahrheit möchte ebenfalls wissen, was wir sind. Wie ein Stück Stoff, dessen Beschaffenheit von seinem Kitt und Schlussfäden definiert und begrenzt wird, können sich unsere physischen Ausformungen ebenfalls gelegentlich dreidimensional bewegen. Wir sind jedoch im Besitz einer Kraft, die uns über die unbelebten Dinge erhebt, die lediglich ohne eigenen Willen existieren. Wir können das Gewebe der Raumzeit umlegen, Ketten von Schlussfäden trennen und durch den Schleier hindurchsehen, von dem wir sonst fälschlicherweise denken könnten, dass er alles sei, was es gibt. Dabei springen wir von einem Punkt zum nächsten. Wir bewegen uns nicht einfach nur im Raum, sondern begeben uns auf eine Reise zu einer gänzlich neuen Erkenntnisseinsebene. Diese Augenblicke zwischen den Kraftsprüngen stellen keine in leeres Nichts dar, sondern flüchtige Einblicke in das Mysterium, das jeglicher Realität zugrunde liegt. Diese Wahrheit zu erkennen bedeutet, unserem göttlichen Selbst näher zu kommen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Es ist die Aufgabe des Sanctum Universum, dich durch diese Erfahrung zu geleiten und keinen Erkenntnismoment ungenutzt verstreichen zu lassen. Besuche Aquilius und lass ihn dein Herz für jede Erkenntnis öffnen, der auch dein Verstand folgt. Geselle dich zu uns auf unsere Suche nach Gemeinschaft, hilf uns dabei, unser Wissen über das Wesen des Göttlichen weiter zu verbreiten. Alter! Das ist ja sowas von
Film Nichtsagen gezeichnet. Das ist ja unglaublich. So, setzen wir uns mal. Es gibt so viele Mysterien und Unbekannte im Universum, dass ich versuche, anderen zu helfen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich habe nicht immer den perfekten Ratschlag für die Menschen, aber ich versuche einfach, für sie da zu sein. Das brauchen viele dringender als alles andere. Suchst du weltliche Weisheit oder nur ein offenes Ohr? Oh, der Sinn des Lebens wäre ein guter Anfang. Ja, nicht wahr? Tja, wenn du ihn herausfindest, komm bitte vorbei und verrate ihn mir. Das würde zumindest die nächste Predigt etwas denkwürdiger machen. Und bis dahin, auch wenn es nicht so ganz tiefgreifend ist, lies doch ein paar unserer Schriften. Zwischen den Grafsprüngen ist ein guter Einstieg. Wir haben sicher ein Exemplar herumliegen. Und falls du es liest, sag mir deine Meinung dazu. Vielleicht spricht es dich ja ebenso an wie schon viele andere vor dir. Sicher habe ich das irgendwo schon getan, aber ich kann mich nicht erinnern. Oh, hervorragend, sehr gut. Und was sagst du dazu? Also ansprechen fand ich das nicht. Es hat mich kalt gelassen. Auch nicht. Mit der Idee, es passt jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so übersetzungstechnisch nicht ganz hinkommt, aber es passt irgendwie so gar nicht so richtig. Das ist völlig in Ordnung. Meine Lehre spricht nicht jeden an. Vielleicht hattest du einfach kein Erlebnis, das dich dafür öffnet. Vielleicht bedeutet dir die Kirche irgendwann auch etwas. Aber wenn nicht, ist das völlig in Ordnung. Wir sind auf jeden Fall hier. Das ist jetzt aber ziemlich eine fortschrittliche Kirche, dass sie sagen, okay, wenn nicht jetzt, komm irgendwann später. Du bist ein Priester also. Mein Titel ist Hüter, aber ja, so könnte man es sagen. Ich bin froh, für all jene da sein zu können, die uns brauchen. Und die in unserer Botschaft Sinn und Halt finden. Kannst du mir etwas über das Sanctum Universum erzählen? Nun, genau genommen sind wir noch eine recht junge Organisation. Unsere Einrichtung hier gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten. Aber wir haben einen hohen Zulauf. Ich glaube, die Menschen brauchen dringend etwas, um ihre Erfahrungen auszudrücken. Und ich bin froh, dass wir ihnen das bieten können. Okay. Das Sanctum wird immer für jene da sein, die es brauchen. Ich bin mir noch unsicher wegen der Religion. Warte mal. Welches habe ich jetzt dann gelesen? Große Erwartungen, Frankenstein. Slate-Einladung. Eine Slate für den frühen... Ah, okay, ja. Zwischen den Grafsprüngen, das habe ich gelesen.